Hallöchen hier aus unserem zukünftigen Wohnzimmer. Ich sitze hier bereits auf einer Couch, auf einer etwas rustikalen Couch aus Paletten. Aber ja, man kann hinter mir das viele Rot sehen und ich schaue hier auch schon auf einen Teil der Wand, an der sich nachher dann wohl auch der Fernseher oder so befinden wird. Dieses ganze Eck hier wird der Wohnzimmerbereich. Und man kann sehen, gegenüber dem letzten Mal hat sich hier eben eine Menge geändert. Die Außenwände stehen jetzt hier eben im Erdgeschoss um mich herum. Ist jetzt quasi nur noch rot, das Rot der Protonsteine hier eben zu sehen. Ein Teil der Innenwände fehlt noch, aber das zeige ich euch jetzt hier im Detail im Folgenden. Doch beginnen wir von vorn. Zunächst einmal hier der Hauseingang, der wurde jetzt eben zu Ende gemauert und es befindet sich eben auch das bisschen Mauerwerk hier über der Tür. Und man sieht eben ganz deutlich diesen Türrahmen, in dem dann später auch die Haustür eingesetzt wird. Und hier gelangt man eben mittlerweile in das Haus bzw. aus dem Haus heraus, nach wie vor über diese Brücke. Das soll jetzt in der nächsten Woche, soll die Baugrube eben größtenteils verschüttet werden. Dann ist die Brücke gegebenenfalls gar nicht mehr notwendig. Aber aktuell ist das hier jetzt eben immer noch, geht es da noch tief bergab. Daneben befindet sich jetzt hier im Eingangsbereich, eben direkt in der Ecke hier das Gäste-WC. Da fehlen eben noch die Innenwände, aber man kann auch hier wieder sehen, diese metallenen Lochbinde, die deuten eben an, dass hier jetzt noch eine Wand angebracht oder eben gemauert werden muss, genauso hier. Und das wird jetzt hier in der Ecke eben das Gäste-WC werden. Und hier im Bereich dahinter, also zwischen diesem Gäste-WC und dem Treppenhaus, wird sich so eine kleine Garderobe befinden, wo man eben seine Utensilien und so ablegen kann. Das muss man mal sehen, wie man das nachher einrichtet. Hier wird es noch eine kleine mitlaufende Mauer geben. Also die wird hier mit dem Treppenanstieg mitlaufen, eben nach oben. Und hier ist ja dann das Treppenhaus. Also das ist dann ähnlich wie im Kellergeschoss auch. Wird hier jetzt eben eine Treppe installiert. Hier wird nachher wird es auch noch ein Treppenauge geben, das nach oben geht. Und ein Fenster, damit ein bisschen Licht ins Treppenhaus kommt. Und das ganze Treppenhaus ist aktuell eben ganz stark abgedeckt, damit man hier einfach sich besser bewegen kann und die Gefahr hineinzufallen geringer ist. Das war ja in vorangegangenen Videos deutlich größer, aber ja, da ist jetzt nicht viel passiert. Bisher ist das eben ein Loch im Boden und das muss da eben noch eine Treppe installiert werden. Aktuell gelangt man hier nur über diese Leiter nach unten. Hier im Eingangsbereich kann man auch sehen, wurde eben eine Mauer hier noch angedeutet, die ist noch nicht ganz fertig, aber man kann den Ausschnitt für den Heizkreisverteiler sehen, also für das Erdgeschoss wird sich hier nachher der Heizkreisverteiler befinden. Das schaut jetzt monströs groß aus, das sind irgendwie drei Ziegelschichten übereinander, aber da kommt ja noch der Fußbodenaufbau und so dazwischen, dann wird das wieder ein bisschen kleiner werden, aber ja, so ganz minzig, mickrig ist das jetzt dann doch nicht. Und genauso jetzt hier diese Innenwand, die ist eben auch noch nicht fertig abgeschlossen, die befindet sich jetzt ungefähr auf halber Höhe. Und die muss jetzt eben noch nach oben fortgeführt werden. Das wird jetzt hier wirklich so L-förmig eben bis zur Geschossdecke eben hochgeführt werden. Und darauf aufliegen wird dann die Geschossdecke eben. Ansonsten gelangt man hier jetzt über den Eingangsbereich. Das wird hier eben später der Flur bzw. die Garderobe werden. Und hier wird es einen Durchgang geben in die Küche, das Esszimmer, das Wohnzimmer. Das ist hier so eine typische offene Konstellation hier. In diesem Bereich wird sich halt die Küche befinden mit so einer Kochinsel und so weiter. Hier so das Esszimmer mit Esszimmertisch und hier um die Ecke herum befindet sich dann halt das Wohnzimmer. Das ist halt so L-förmig und alles in einem sehr offen ausgeführt eben. Ansonsten, das kann man hier jetzt ganz gut sehen, sind halt die Fenster und Türen soweit auch schon abgeschlossen. Es wird halt 5 bodentiefe Fenster und soweit Türen geben, relativ breit, um halt hier viel Licht hineinzubekommen. 2 auf dieser Seite und 3 eben zu dieser Seite hin. Und hier in der Küche wird es ein klassisches Fenster weiterhin geben. Überall sind jetzt die Rollokästen schon eingesetzt, beziehungsweise streng genommen sind das keine Rollos in den Fällen, sondern Raffstores. Und diese Raffstores, die bieten halt die Möglichkeit, jetzt nicht nur wie ein klassisches Rollo einfach nur abzudunkeln, sondern können ja die Lamellen auch noch verstellen und dadurch eben die Helligkeit in gewissen Zügen eben regulieren. Und hier im Erdgeschoss, hier wird sich eben bei den großen Fenstern werden eben solche Raffstoren installiert werden. Die Kästen selber schauen eben sehr ähnlich wie zum Beispiel auch schon die Rollokästen im Kellergeschoss aus demselben Material, eben Styropor. Im Innenleben unterscheiden die sich allerdings ein bisschen. Die Rollos hatten ja diese Vorbereitung, um eben da die Welle montieren zu können. Hier ist das Innenleben eher rechteckig, weil so ein Raffstor eben jetzt sich nicht klassisch oder eben sich nicht einfach nur dreht, sondern da ist eben mit einer Schnurkonstruktion ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Man kann das hier sehen. Hier kann eben jetzt so etwas Rechteckiges aufgenommen werden. Und im Fall von den Rollokästen im Kellergeschoss war ja hier eine relativ, oder da war das eben
rund und da war eine Montur, eine Platte, um eben diese Welle dann über die ganze Länge zu montieren. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Und auch hier kann man jetzt ganz im entfernten im Hintergrund eben diese Lochbänder sehen, die metallischen. Auch hier kommt nochmal eine kleine Mauer hin. Das wird hier so eine kleine Abstellkammer, um eben in der Küche auch ein bisschen Abstellfläche zu haben. Und auch diese Wand fehlt hier noch, genauso wie eben das zu Ende führen dieser Wand. Die wurde jetzt schon angedeutet in der ersten Reihe. Man kann halt auch sehen, dass das jetzt schon eben auf Maß zugeschnitten worden ist und so weiter. Und das muss jetzt eben nach oben noch fortgesetzt werden. Dann kann man jetzt hier noch an diversen Stellen eben so Aussparungen und Schächte in den Wänden, in den Außenwänden erahnen und sehen. Also hier in dem Fall zum Beispiel, das müsste der größte Schacht, dürfte das hier sein in dem Geschoss. Das ist der Schacht für die spätere Elektroverteilung. Der ist in etwa 65 cm breit und zieht sich eben einmal durch dieses Geschoss und auch durch das nächste, durch das Obergeschoss und wird eben bis zum Dachboden fortgeführt werden, sodass man hier eben Leitungen, elektrische Leitungen einziehen kann. Und dann gibt es halt an verschiedensten Stellen auch nochmal kleinere Varianten davon, um zum Beispiel für die PV-Anlage, also für die Photovoltaikanlage, Leitungen zu haben, die nochmal separat davon geführt sind, beziehungsweise auch Fallrohre für das Abwasser, für die Dusche, die sich hier darüber befinden wird. Und auch an diversen anderen Stellen hier kann man sehen, gibt es halt solche Aussparungen. Dann gibt es auch hier mindestens zwei Schächte, die in dem Geschoss eben enden. Also in dem Fall hier zum Beispiel kann man sehen, das kommt eben aus dem Kellergeschoss, ist dann hier in etwa 50 cm hoch und führt dann einfach direkt nach draußen. Ähnlich ist das hier. Und das ist hier eben für die Zu- bzw. Abluft der kontrollierten Wohnraumbelüftung. Und die befindet sich dann eben in etwa auf dieser Höhe und wird jetzt nicht weitergeführt an der Stelle. Das heißt, der Stein hier darüber ist jetzt ganz normal und ganz geblieben und hat jetzt eben die volle Stärke dann wieder. Hier kann man jetzt ganz gut sehen, in einem Abstand von etwa 1,5 bis 2 Metern befinden sich hier halt solche Metallkonstruktionen in der Wand. Die sind jetzt hier wirklich in das Mauerwerk mit eingearbeitet. Und das zieht sich einmal um das gesamte Gebäude. Und das ist eben die Aufhängung für ein späteres Gerüst. Also wenn man jetzt mal nach außen schaut, zur Außenwand hin eben, dann sieht man hier jetzt den Teil auf der anderen Seite. Das sind halt so Haken, die eben fest montiert sind, verankert sind auf der anderen Seite. Und das ist die Aufhängung für das spätere Gerüst, das sich eben hier befinden wird, sodass man auch dann im Obergeschoss eben arbeiten kann und gleichzeitig halt die Sicherheitsvorschriften, eine Absturzsicherung hat und eben die Sicherheitsvorschriften an der Stelle einhält. Meine Lehre, die ich ja hier im Vorfeld eben gelegt hatte und die jetzt in der Betondecke sich befinden, gibt es eben nach wie vor. Die haben jetzt hoffentlich die gröbsten Arbeiten, zumindest die gröbsten Mauerarbeiten hinter sich. Also man kann das sehen, das wurde hier ein bisschen zur Seite gebogen und zwar war das so, dass man tatsächlich diese Steine genommen hat. Man hat die hier jetzt, ich glaube, 4 oder 6 Steine pro Hebebühne eben unterlegt. Dann hat man das eben zur Seite gebogen. Das kann man hier noch ganz gut sehen und darauf dann die Hebebühne gestellt, sodass sich die Leerrohre, die Auslässe der Leerrohre eben unterhalb der Hebebühne befunden haben. Ich hatte da ein bisschen Zweifel, ob man da eben sauber und gewissenhaft vorgeht und dass das irgendwie die Leerrohre nicht beschädigt. Aber ich konnte bisher keine Beschädigung der Leerrohre ausmachen und das scheint gut geklappt zu haben. Das freut mich und ich hoffe, dass ich dann hier eben in Zukunft problemlos meine Kabel durchgezogen bekomme. An dieser bzw. halt auch an allen anderen Stellen, wo hier jetzt Leerrohre aus dem Boden schauen und herausgekommen, kann man eben ganz gut sehen, dass wie das nachher funktionieren wird. Also die gehen jetzt nicht in die Wand hinein, die sollen auch nicht keinen Wandkontakt haben. Also das ist ganz bewusst eben so ausgemessen gewesen. Hier kommt ja auch noch auf die Wand, kommt ja auch noch ein paar Zentimeter starker Putz. Insofern wird auch das noch mal ein bisschen den Abstand reduzieren. Aber die sind eben ganz bewusst mit einem Abstand zur Außenwand hin positioniert. Hier würde es nämlich einen estrichbündigen Bodenkanal geben, so herum. Und in diesem Bodenkanal eingeführt werden dann halt diese ganzen Leerrohre. Und dann kann man eben diesen Bodenkanal kann man öffnen für Revisionsarbeiten oder für Revisionszwecke. Dort kann man dann eben Zugang zu den einzelnen Leerrohren erlangen. Und dort werden sich vielleicht auch Steckdosen und irgendwie eine Elektroverteilung für die Rollos, für die Fensterkontakte und so weiter befinden. Und das ist eben eine relativ saubere Angelegenheit. Der Bodenkanal wird auch mit dem Bodenbelag später belegt werden, sodass er nicht weiter auffällt. Und er hat dann bloß zur Außenwand hin eben solche Bürstenauslässe. Das ist dann so ein Spalt von 1,5 oder 2 Zentimetern Tiefe, wo man eben die Kabel dann herauslassen kann, wenn man hier jetzt eine Lampe oder irgendetwas hinstellen möchte. Aber grundsätzlich ist es eben eine sehr saubere Lösung. Und genau so, beziehungsweise sehr ähnlich, wird sich das halt mit all den anderen Leerrohrauslässen verhalten. Also hier wird sich jetzt zum Beispiel in dem Fall eine Kochinsel befinden. Das heißt, ein Teil der Leerrohre
wird eben für die Kochinsel, für die Spannungsversorgung des Herds und so weiter verantwortlich sein. Und ein weiterer Teil der Leerrohre wird dann zu dem Fenster zum Beispiel führen, um da dann die Relais, die Raffstoren und auch die Fensterkontakte eben zu versorgen. Ich habe mich jetzt noch mal kurz in die Baugrube selbst begeben. Auch hier hat sich noch mal eine kleine Veränderung gegeben. Man kann das jetzt hinter mir schon sehen. Und zwar wurde das Dämmmaterial, diese Styrodur eben mittlerweile in der vierten Reihe hier an der Außenwand eben angebracht und mit diesem Bitumen, mit dieser Bitumen-Dickbeschichtung verklebt. Und man ist jetzt im Prinzip schon fast auf Niveau des Erdgeschosses. Also eine weitere Reihe fehlt hier noch. Und dann wäre man vom Niveau her eben auf der Geschossdecke, bei der Geschossdecke des Erdgeschosses, also bei der Geschossdecke des Kellergeschosses, beim Boden des Erdgeschosses. Und dann wäre man mit diesen Arbeiten auch schon fertig. Das wird halt immer nebenbei, wenn das gerade in den Arbeitsablauf, in den Arbeitsalltag irgendwie hineinpasst, wird das mit hingeklebt. Das muss man aber auch jetzt abschließen vor nächste Woche, sodass man hier eben die Baugrube dann verschließen kann. Das waren jetzt also so die Dinge, die sich jetzt hier in den letzten Tagen eben verändert und ergeben haben. Man kann sehen, das ist hier im Wesentlichen fast schon fertig, das Erdgeschoss. Es fehlen jetzt hier halt noch so 1,5 Innenwände und dann kann es schon weitergehen mit der Geschossdecke zwischendurch, beziehungsweise nachdem die Geschossdecke aufliegt, soll auch die Baugrube mal verfüllt werden, damit man eben das Erdmaterial hier verteilt und damit auch hier die Baugrube eben verschlossen ist. Das macht das Arbeiten ein bisschen sicherer und man hat wieder ein bisschen mehr Platz auf dem Grundstück. Das wird also ein Zwischenschritt noch werden, aber grundsätzlich geht es dann natürlich auch mit dem Obergeschoss hoffentlich in gleicher Art und Weise und gleicher Geschwindigkeit eben weiter. Und mit diesem Tempo sollten wir in 4 bis 5 Wochen jetzt mit dem Rohbau, mit dem Mauerwerk und dann hoffentlich mit dem Dach eben durch sein. Und dann geht es an den Innenausbau, da ist auch eine ganze Menge zu tun. Ich werde natürlich all das versuchen, videotechnisch zu begleiten und bin soweit aber sehr zufrieden, in welchem Tempo das jetzt hier in den letzten Tagen eben vonstatten gegangen ist. Bis demnächst, bis dann, ciao!